bin verstrahlt. Ich bin radioaktiv. Ich bin so schön verstrahlt. Weil mich die Stalker 2-Sucht gepackt hat. Seit kurzem im Game Pass und mit dem Game hat GST Game World das echt Unmögliche geschafft. Ein Spiel entwickelt mitten im echten Krieg. Aber heute reden wir nicht über Real-Life-Politik und Geschehnisse, sondern über Stalker 2 und meine Spielzeit mit dem Game. Denn Stalker 2 ist einzigartig und hier ist wieso. Took something precious from you. Yes. Die Welt von Stalker 2 ist voller Gefahren. Ich bin mit der Erwartung reingegangen, ich würde hier wie die meisten RPGs und Shooter einfach alles ummähen, aber ich wurde ganz schnell vom Jäger zum Gejagten. Denn Survival wird hier groß geschrieben. Mein Aim ist zwar grottenschlecht, aber das liegt nicht an mir, ich schwöre. Das liegt daran, dass Stalker 2 eine realistische Spielwelt in den Vordergrund stellt. Während beispielsweise in anderen RPGs ihr locker flockig eine Tonne in eurem Inventar rumtragen könnt, ist euer Rucksack hier ziemlich begrenzt, sowohl im Gewicht als auch in der Größe. Ihr müsst also immer gucken, wie viel Munition, Essen und Trinken, Waffen und weitere Ausrüstung ihr überhaupt tragen könnt und wollt, denn wirklich perfekt ausgerüstet seid ihr nie. Plant eure Eskapaden durch die tödliche Spielwelt also mit Bedacht, denn wer langsam und behutsam vorgeht, ist definitiv im Vorteil. Und vielleicht findet ihr auch die ein oder andere Kiste mehr an Ressourcen. Stalker 2 macht hier übrigens keine halben Sache. Euer Ressourcenmanagement ist ausschlaggebend für euren Erfolg, denn seid ihr nicht gut ausgerüstet, heißt das ganz schnell, du bist tot. Ihr heilt beispielsweise nicht automatisch und eine Blutung stoppt ihr nur, wenn ihr Bandagen benutzt. Habt ihr keine dabei? Dann habt ihr Pech gehabt. Manche Gebiete sind voller Strahlung, auch dafür braucht ihr Mittel, um mit klarzukommen. Und wenn das nicht genug ist, gibt es einige Dinge, die euch in der Zone ans Leder wollen. Zahlreiche mutierte Ungetüme werdet ihr finden, die euch ganz schön schnell auseinandernehmen können. Ob es jetzt das Rudel an Hunden ist oder unsichtbare Monster, die euch stalken? Wirklich sicher fühlt man sich nie. Ach ja, und wenn euch nicht gerade irgendein Monster umbringen will, dann halt die Spielwelt selbst. Sogenannte Anomalien gibt es nämlich überall. Unsichtbare, nennen wir es mal, Wolken, die beim Betreten euch im wahrsten Sinne des Wortes auseinanderreißen. Stromkugeln, Giftpfützen, Strahlung, Feuersäulen. Diese Dinge können unerwartet auftauchen und das Drumherum navigieren ist nicht immer so einfach. Mit Monstern und Anomalien umgehen ist aber auch nur eine Seite dieser Medaille, denn wie immer geht die größte Gefahr von uns Menschen aus. In der Zone findet ihr verschiedene kleine Siedlungen anderer Stalker oder Fraktionen, die ihre eigenen Ziele verfolgen. Manche von ihnen warten mit Aufträgen, geben euch die Möglichkeit, neue Infos zu erhalten, aber die unterschiedlichen Fraktionen sind nicht unbedingt die besten Freunde untereinander. Sehr oft stellt euch Stalker 2 also vor Entscheidungen. Wem helft ihr? Für wen macht ihr Aufträge? Tatsächlich führt das schon sehr früh zu einer sehr lebendigen Spielwelt, wo man gern mit den NPCs interagiert und versucht als Neuling dieses Netz an Intrigen zu beeinflussen. Das Fraktionssystem ist sehr detailliert und stellt euch schnell vor Konflikte. Tötet ihr Mitglieder einer Fraktion, so habt ihr sie schnell als Feinde. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, dessen Anführer zu bestechen und so wieder einen Waffenstillstand zu garantieren. Im Main-Quest-Bereich beeinflussen eure Entscheidungen auch die Enden des Spiels. Die werde ich euch natürlich nicht spoilern. Aber bei so vielen Gefahren und dem toughen Gameplay, das euch wirklich in den Kampf ums nackte Überleben zwingt, werdet ihr bis dahin auf jeden Fall ins Schwitzen kommen. Dabei könnt ihr zumindest auch die Aussicht genießen, denn wenn ein radioaktives Gewitter auf euch zukommt und ein Blitz die Nacht kurz erhält, während Anomalien euch zerfetzen wollen, dann fällt einem mal auf, dass Stalker 2 echt schön sein kann, wenn es denn funktioniert. Ja, was ich bisher nicht erwähnt habe, aber nicht unerwähnt lassen will, ist, dass das Spiel zumindest zum Stand jetzt noch ein bisschen mit technischen Problemen kämpft, aber GST Game World ist hier bereits dran. Ein erster großer Patch ist nämlich bereits erschienen und sorgt für mehr Stabilität. Zusammenfassend kann ich nur sagen, ich liebe das taffe Gameplay, die gut geschriebenen Fraktionen und ihr Einfluss auf Story und Gameplay. Ich liebe die Spielwelt und hoffe nur noch auf die Optimierung im technischen Bereich. Aber dass Stalker 2 ebenfalls im Game Pass ist, könnt ihr damit selbstverständlich direkt loslegen, wenn ihr einfach mal ausprobieren wollt. Ist aber nur ein Spiel für die echten Gaming-Pros unter euch. Das war aber mein Eindruck zu Stalker 2. Mich interessiert natürlich auch eure Meinung, also schreibt sie unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon da unten seid, lasst doch einfach ein Like und Abo da. Da sehen wir uns auch wieder. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.